Mit über einer halben Million Follower und täglich neuen Videos ist unser heutiger Gast einer der größten, wenn es online um Versicherungen geht. Doch wie bekommt man all das unter einen Hut? Und vor allem nicht nur das Business, sondern auch dann, wenn man ganz frisch Papa geworden ist. All das und noch viel mehr besprechen wir heute im Podcast. Und dabei gehen wir auf Themen ein wie Zeitmanagement, Prioritäten setzen, auch Schulzeit, wie man lernt, wann bin ich diszipliniert und vor allem, was ist sein und was ist dein Warum? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir hatten eine Menge Spaß bei der Aufnahme und natürlich hoffe ich, dass du mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören hast und gleichzeitig mindestens genauso viel lernst. Ganz viel Spaß! Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Lerne entspannt erfolgreich zu sein, weil Stress kein Statussymbol und Burnout kein Standard sein darf. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mit einem sehr spannenden Gast. Und ich versuche mal zu erzählen, wer da ist. Und zwar bist du, lieber Basti, Spiegel-Bestseller-Autor. Du hast Versicherung mit Kopf natürlich. Du hast den Versicherungsgeflüster-Podcast. Du bist Content-Creator auf YouTube, Instagram und TikTok. Du machst täglich neue Videos. Basti, wer bist du und was machst du eigentlich nicht? Ja, das ist schon ganz gut umrissen, liebe Patricia. Das sind so die Dinge, die ich tue. Ich würde das gerne unter einem Begriff zusammenfassen, aber ich habe den Begriff noch nicht gefunden. Ich glaube, das Beste, was so passt, ist so, ja, Unternehmer einfach. Ja, und da gibt es dann viele verschiedene Einheiten, ja, von den Dingen, die ich da tue. Aber was ich da dann tue, hast du, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Content kreieren im Bereich Versicherung oder aufklären und klar, natürlich über diese Inhalte auch Kunden gewinnen, die dann bei uns beraten werden von meinem Team deutschlandweit. Das ist so unser Hauptbusiness, aber dann habe ich auch noch dieses, ja, Influencer-Dasein im Prinzip mit dazu. Das kam halt irgendwo das war nie der Plan. Mhm. Aber dann kommen plötzlich Leute auf einen zu und sagen, hey, kannst du mal hier und da vielleicht eine Kooperation? Und das mache ich dann auch, sofern es Sinn ergibt. Und ja, Buch geschrieben, halte Vorträge, gebe auch Workshops innerhalb der Versicherungsbranche relativ oft. Jetzt während Corona jetzt nicht so oft und jetzt wegen unserem Nachwuchs auch jetzt noch mal weniger. Aber das, ja, das sind so die Dinge, die ich tue. Es sind sehr viele Dinge, die du tust und auch sehr erfolgreich. Und bevor wir darauf näher eingehen, weil ich sage immer, der Chillpreneur besteht ja aus zwei Begriffen. Also einmal natürlich das Chillen, ne, nicht kaputt arbeiten, aber auch das Preneur, das Entrepreneur-Dasein. Also es hat schon was mit Arbeiten zu tun. Aber du bist ja nebenbei auch noch Ehemann, du bist Papa, du bist Kumpel, du hast ja auch das ein oder andere Hobby. Basti, wie sieht so ein Tag bei dir eigentlich aus? Wie viele Stunden hat ein Tag bei dir, ist, glaube ich, die Frage. Leider auch nur 24 Stunden, so wie bei jedem anderen auch. Hobbys habe ich tatsächlich irgendwie keine, glaube ich, zumindest aktuell nicht. Außer wenn wir irgendwo ins Fitnessstudio gehen, als Hobby bezeichnet oder Sport machen. Aber so ein wirkliches Hobby wie Briefmarken sammeln oder so, habe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da ist einfach die Erfüllung schon in meinem Beruf so sehr da, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch was anderes brauche, was mich runterholt oder so tatsächlich. Ich glaube, von den ganzen Dingen, die ich tue, beruflich und als auch privat, das alles unter einen Hut zu bekommen, ist immer wieder aufs Neue eine Challenge. Das ist teilweise auch jeden Tag aufs Neue eine Challenge und ist auch oft eine Prioritätenfrage und eine Disziplinfrage. So sehe ich das zumindest bei mir, weil ich stehe ja immer vor der Entscheidung, mache ich jetzt das eine oder mache ich das andere? Mhm. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ja, ich habe keine Zeit. Dann hat er gesagt, das ist eine Lüge, Bastian. Natürlich hast du Zeit, aber du hast andere Prioritäten. Das heißt, du gibst deine Zeit einer anderen Sache und nicht dem, was ich gerade vielleicht anfrage. Und da habe ich sehr, sehr lange drüber nachgedacht und da habe ich gemerkt, er hat recht. Das heißt, wenn jemand eigentlich sagt, ich habe keine Zeit, dann stimmt das halt nicht. Natürlich hast du Zeit. Jeder hat diese 24 Stunden. Nur hast du jetzt einfach vielleicht für diese Sache die Zeit nicht, weil du die Zeit oder die Prioritäten, wie du deine Zeit verteilst, anders gelegt hast. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel, dessen man sich bewusst sein sollte, was diese Verteilung dieser 24 Stunden vielleicht angeht. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt viele Anfragen zum Beispiel bekommst oder auch Projekte, wo du sagst, hey, ist alles spannend, jetzt ist irgendwie alles in der gleichen Woche oder sogar am gleichen Tag.
Wie gehst du vor mit deiner Priorisierung? Gibt es da einen Tipp oder eine Strategie? Also damit habe ich glaube vor 2,5 Jahren so richtig gestruggelt, weil da ging das dann so los mit vielen Anfragen, Speaker-Anfragen, Kooperationsanfragen, E-Mails, Anrufe und ich habe natürlich im ersten Moment gedacht, hey geil, ne, mega und habe zu fast allem irgendwie ja gesagt und habe dann gemerkt, Gott, das war das Dümmste, was ich getan habe, weil das einfach dann zu viel wurde und viele der Dinge dann so im Nachhinein eigentlich auch gar nicht so clever waren, weil sie, und das ist glaube ich so der wichtigste Punkt, nicht eingezahlt haben auf das, was eigentlich so mein wirkliches Fokusthema ist. Oder wie ich das oft beschreibe, auch in der internen Kommunikation mit meinem Team, lasst uns immer danach gucken, wo wir den größten Hebel haben. Und darauf fokussieren wir uns und alles andere bekommt von uns ein nettes Nein. Ja, Wenn und es jetzt schwer fällt, rauszufinden, was denn den größten Hebel hat, wie geht ihr da an die Sache ran? Weil ich glaube, dir fällt es einfacher als deinem Team vielleicht, oder? ja, also klar, bei meinem Team ist, die haben jetzt nicht so das Problem, weil die beraten halt einfach. Okay. Jetzt soll das jetzt nicht abwertend klingen, Gottes Willen, das ist natürlich auch sehr komplex, aber die haben nicht so viele verschiedene Themen oder so wie ich jetzt, wo ich gucken muss, okay, welche Marketingmaßnahme mache ich jetzt, welches Interview nehme ich an, welchen Vortrag nehme ich an und zahlt das wirklich drauf ein auf diese Geschichte, wo ich meinen größten Hebel habe, sprich, weiter Reichweite zu generieren, weiter Kunden zu gewinnen, die Brand weiter bekannt zu machen oder halt nicht. Und ich glaube, was hilft, ist, sich einfach selbst mal klar zu machen, wo hat man eigentlich selbst den größten Hebel. Ja, also diese wirklich Fokusgeschichte, The One Thing, ja, das ist auch eines meiner Lieblingsbücher, The One Thing. Also, was ist diese eine Sache? Und alles andere kappst du halt einfach. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich halt gerne auf vielen Hochzeiten getanzt habe. Ich habe viele Ideen, ich will viele Ideen ausprobieren, aber da kommst du halt leider nicht weit damit. Du machst von allen so ein bisschen, aber nichts richtig. Das war so ein Learning damals. Und deswegen gucke ich immer so, okay, zahlt das jetzt auf was, auf das ein, was so meine Hauptziele sind? Wenn nicht, weg damit. Ja, freundliches Nein. Also das heißt zum Beispiel, die meisten Kooperationsanfragen, wo jemand sagt, guck mal, ihr macht doch das, wir machen das, das könnt ihr auch unseren Kunden, euren Kunden anbieten. Lehnen wir alles ab. Da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil es nicht unser Fokus ist. Auch Kooperationsanfragen, wo ich jetzt bezahlt werden würde als Influencer, wo ich sage, passt nicht zur Brand, passt nicht irgendwie in meine Zielgruppe und passt jetzt aktuell auch gar nicht in unsere, in unseren Fokus dahingehend, was wir jetzt gerade als Firma erreichen wollen, auch weg. Ja, vielleicht verschiebt man es in die Zukunft, aber für den Moment weg. Also, was ich damit eigentlich sagen will, sagt öfters Nein. Und ihr müsst es auch nicht begründen. Das war so das Zweite. Man hat immer in Deutschland zumindest das Gefühl, man muss sich erklären, wenn man Nein sagt. Tatsächlich, ja. Nee, musst du nicht. Das ist, du sagst einfach Nein. Fällt es dir schon immer leicht, Nein zu sagen, oder Nee, hast du es gelernt? nee, nee. Das ging, war mir unglaublich schwer gefallen. Okay. Ich bin so aufgewachsen, ich habe immer geguckt, dass also allen um mich herum gut geht. Sehr harmonisch. Typischer, genau, ich Harmoniemensch, ich liebe das, ich hasse das, wenn es irgendwie Zwist gibt in meinem Umfeld und ich bin immer derjenige, wenn ich gefragt wurde, Hilfe gebeten wurde, ich habe immer ja gesagt. Und das, ja, war rückblickend nicht so geil für mich jetzt, weil natürlich dann meine Themen hinten angestanden haben oder ich selbst als Mensch hinten anstehen musste. Das heißt, wer Nein sagt, rückt sich selbst halt als Prioritäten in den Vordergrund. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ohne dass das jetzt irgendwie mit falschem Egoismus oder so Wie verwandt gesunder wird. Egoismus ist ja das Stichwort, Ja, ne? genau. Und ich finde es sehr schön, wenn man zu allem Ja sagt, dann ist dein Ja nichts mehr wert. Den Spruch habe ich mal gehört. Das Und auch. das fand ich sehr wahr, weil klar, man sagt zu allem Ja und irgendwie ist dann ein Ja schon fast inflationär, weil es ist ja sowieso da. Ja. Aber wie hast du dann den Switch hinbekommen von du bist sehr harmonisch, du hast geguckt, dass allen gut geht und deine Sachen standen hinten an? Wann kam der Switch und wie kam der? Das war einfach das Realisieren, dass das halt einfach nur ein falscher Glaubenssatz in meinem Kopf ist, dass mich Menschen plötzlich nicht mehr mögen, wenn ich Nein sage. Es ist schön, dass du sagst, nur realisieren. Ich glaube, das ist für ganz viele ein ganz, ganz großer Schritt. Und das zu realisieren ist auch eine Hausnummer. Ja, wir Menschen wollen ja nicht abgelehnt werden. Also wir wollen Zuspruch, Zuneigung, wir wollen auch gebraucht werden. Das will jeder Mensch. Und man hat natürlich Angst, das zu verlieren. Und oftmals glaubt man, wenn man halt zu irgendetwas Nein sagt, dass man das dann vielleicht
verliert, dass man in Zukunft vielleicht dann nicht mehr gefragt wird oder dann jemand sagt, ja, jetzt brauche ich den mal, ne? Und dann sagt er nein und all so Geschichten. Klar, durchaus möglich, dass das passieren kann. Dann muss man sich aber auch die Frage stellen, ist das dann vielleicht nicht unbedingt jemand, den du in deinem Umfeld haben solltest, wenn dir jemand, ne, du sagst einmal nein und dann ist die Person irgendwie schon beleidigt und du weißt aus der Vergangenheit, du hast die Person selbst 10-mal gefragt und hat 10-mal nein gesagt, dann ja. Ist das vielleicht auch eher jemand, von dem du dich sowieso vielleicht distanzieren solltest, weil er dir langfristig, mittelfristig überhaupt nicht gut tut. Also und dann einfach mal nein gesagt, einfach mal, hey, danke, dass du mich fragst, ja, also wirklich dieses danke, dass du meine Hilfe schätzt, klappt leider, bin ich bei mir, dieses Mal kann ich dir nicht helfen, ja, oder diese nächste Woche, ich mache das mittlerweile, mache ich es tatsächlich so, super ehrlich, ich sage, ich würde jetzt eigentlich sagen, ich habe keine Zeit, es ist gelogen, ich habe Zeit, nur habe ich tatsächlich andere Prioritäten momentan und ob du es glaubst oder nicht, die Leute feiern diese Ehrlichkeit, weil sie selbst ja auch so sind, sie wissen das und deswegen bin ich ganz offen und sage, hey, es liegt nicht daran, dass ich keine Zeit habe, ich habe einfach gerade andere Fokusthemen, das kann beruflich sein, das kann privat sein, deswegen klappt es nicht. Hat bisher jeder verstanden und hat das sogar geschätzt, dass man so offen war. Gibt es auch selten. Und Ehrlichkeit währt einfach am längsten, ist nun mal so. Ja, und es kommt vor allem auch nicht mehr hinten, also das kommt dann nicht wie so ein Bumerang zurück, weil oftmals sagen die Leute dann so, ja, aktuell nicht, fragen sie nochmal in 3 Wochen, obwohl sie eigentlich schon wissen, ja, wenn er in 3 Wochen auch nochmal anruft, dann werde ich ihm auch wieder Nein geben. Ja, mach das nicht, das ist gegenüber dem anderen nicht fair. Ja. Und dir gegenüber auch nicht, weil dann ploppt es ja immer wieder auf und du musst dich immer wieder neu drum kümmern. Genau, da hast du mich echt gut erwischt vor, ich glaube 3 Jahren war das, hatte ich so die Lektion Nein sagen zu lernen, also extrem. Und ich habe dann auch immer gesagt, ja, vielleicht später, lass uns in 2 Monaten nochmal telefonieren, melde dich nochmal. Die Herausforderung ist, wenn die Personen sich wirklich wieder melden, wenn die wirklich im Follow-up gut sind und sie melden sich immer wieder und ich denke mir, Gott, vergiss mich bitte einfach. Und das Einzige, was gewirkt hat, war ein ehrliches, höfliches, aber ganz klares Nein. Und das war für mich auch eine schwere Lektion, weil da hatte ich so ein paar Follow-up-Menschen, die wirklich super waren darin. Aber klar, die kommen halt dann immer wieder, die lassen nicht locker. Ja. Ich würde mal sagen, ich kenne dich ja sehr diszipliniert. Warst du das schon immer? Oder wie hast du für Menschen, die jetzt vielleicht gerade auch nebenbei in die Selbstständigkeit gehen, Tipps zu sagen, wie kann ich den Fokus haben? Wie kann ich das durchziehen, was ich wirklich machen möchte? Ich glaube, diszipliniert, so wie ich das jetzt heute bin, vor allem im beruflichen, aber auch privaten, in verschiedenen Bereichen, war ich nicht immer, weil früher hat mir, glaube ich, auch einfach mein Warum gefehlt. Also ich, ne, damals Schule, war ich eine absolute Niete. Gymnasium. Kann ich mir bis heute echt so schwer vorstellen. Ja, das geht vielen tatsächlich so. Aber Schule, also alles, was nach Grundschule kam, war für mich Folter. Eigentlich war es Folter. Es war Folter von dem, was im Klassenzimmer passiert ist, Mobbing hin zu teilweise Mobbing von den Lehrern. Ja, stell dir das mal vor, du bist die Mathearbeit zurück, hast wieder eine 5 und der Lehrer sagt, ja, Bastian, wieder nichts geworden, ne? So vor der ganzen Klasse. Echt jetzt? Ja, und das ist natürlich, das, also heute, damals habe ich das gar nicht realisiert, das ist ja, wie lange ist das jetzt her? Ne? Fast 20 Jahre im Prinzip. Ja. Und da war das noch nicht so wie heute, ja, wo jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Ich glaube, der Begriff Mobbing war damals noch gar nicht so definiert. Und da sind ja auch nicht die Eltern sofort in die Schule gefahren oder so. Ja, genau, die Eltern haben dann, ne, da bist du nach Hause gekommen und dann hat es jetzt im übertragenen Sinne, hat es halt nochmal eine Klatsche zu Hause gegeben, wenn du eine 5 hattest. Und ne, heute rennen sie alle in die Schule und sagen, mein Kind doch nicht, ne, mein Kind schreibt keine 5. Doch, tut's. Ja. Und deswegen, Schule war für mich echt ganz, ganz schlimm. Da war ich auch nicht motiviert, da war ich auch nicht diszipliniert. Bin zweimal, also einmal bin ich wirklich sitzen geblieben, einmal habe ich freiwillig wiederholt. Und was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, wenn mich was nicht interessiert und wenn ich das Warum dahinter nicht sehe, warum sollte ich das jetzt tun? Was habe ich davon? Dann wirst du von mir weder Motivation noch Disziplin finden. Dann sage ich einfach nur weg. Einfach weg damit. Ging halt nicht mit der Schule. Ja? so wie Gary Vaynerchuk mal gesagt hat, als er gefragt wurde, ich glaube von David Letterman, did you fail school? Ja, wurde er gefragt, weil er halt auch echt schlecht war in der Schule. Und dann hat er ihn angehört und gesagt, no. School failed me. School is not made for entrepreneurs. Ja, super. Und das war für mich so, rückblickend, war das wie so eine
Erleuchtung, so, wow, der hat recht, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, und mir wurde es damals halt gesagt, ja, müssen wir mal gucken, der Kunkel ist entweder faul oder dumm oder beides. Heute weiß ich, ich bin nicht dumm, faul bin ich, safe. Ja, und das ist auch eine meiner Stärken, wo jetzt vielleicht auch diese Disziplin wahrscheinlich herkommt, so ein bisschen, ja. Widerspricht sich vielleicht gerade. Aber dadurch, dass ich faul bin, jetzt nicht in dem, was die Leute faul sich vorstellen, ja, der hängt jetzt irgendwie der ganze Zeit nur auf der Couch rum und futtert Chips und schaut Netflix, sondern faul im Sinne von, ich mache irgendwas und bin davon genervt, weil ich sage, ich habe eigentlich da keinen Bock drauf und gucke, wie kann ich den Prozess verbessern. Ja, du machst es sehr effizient dann, oder? Genau, ich versuche es immer wieder effizienter zu machen, den Prozess zu optimieren und da kommt halt diese Faulheit durch. Deswegen liebe ich Prozesse, ich liebe sowas aufzusetzen und immer wieder zu optimieren. Und heute kenne ich halt auch mein Warum, um vielleicht jetzt nochmal den Kreis zu schließen. Warum tue ich das, was ich tue, sowohl beruflich als auch privat? Und ob das jetzt die Gesundheit ist, die mir wichtig ist und nicht deswegen ins Fitnessstudio gehe oder mich vegetarisch ernähre oder Sport mache allgemein oder mich auch mental weiterbilde und gucke, was beeinflusst mich eigentlich so und mich in dem Bereich weiterbilde oder auch beruflich dann eben halt sage, okay, die Disziplin, vielleicht mal eine gewisse Zeit sehr früh aufzustehen, durchzuziehen, viele neue Sachen auszuprobieren und so weiter und so fort. Das ist einfach der Grund, warum ich, also ich kenne mein Warum. Ja, und dann schön. Hast du, glaube ich, hinten dran auch diese Disziplin. Wenn du das nicht hast, dieses Warum, dann wird es, glaube ich, halt schwierig, sich auch zu motivieren oder auch zu disziplinieren. Hast du gewisse Tools, die du verwendest, sei es jetzt irgendwelche Apps zum Zeittracken, Kalender, irgendwas Spezielles? Tatsächlich gar nicht. Ich nutze einen Google-Kalender. Mhm. Da packe ich meine Termine rein. Ich nutze Trello, um To-Dos aufzuschreiben, vor allem wenn ich jetzt unterwegs bin und weiß, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig, aber das ist sehr simpel. Das ist einfach wie so eine To-Do-Liste eigentlich nur. Ja. Und ansonsten gucke ich, dass ich tatsächlich auf meinem Smartphone relativ wenige berufliche Apps habe. Also ich habe keine E-Mails auf dem Handy. Slack ist so eine Kommunikationsplattform, wo ich mit vielen meiner Mitarbeiter kommuniziere. Habe ich auch nicht auf dem Telefon. Und du hast ein Handy, oder? Ich habe nur ein Handy. Ja. Okay. Da ist auch die Überlegung, mal meine Nummer zu wechseln, weil mittlerweile haben einfach zu viele Menschen meine Nummer. Das glaube ich dir, ja. Und das Problem ist, die rufen halt an. Ne? Also von früher noch, wo ich denke halt, oh, wieso hast du eigentlich meine Nummer und wieso schreibst du mir auch noch oder wieso rufst du einfach so an? Ich mag das nicht, wenn jemand einfach so anruft. Ich mag das überhaupt nicht. Mit Termin, super. Ja, schreib eine E-Mail, mach einen Termin aus, prima. Aber einfach so anrufen, und das hat auch mal jemand gesagt, was ich so einen unglaublich guten Satz fand, der hat gesagt, guck mal, wenn du mich anrufst, dann heißt das, dass du gerade mich anrufst zu einer Zeit, wo es dir gut passt. Ja. Aber mir, also denjenigen, den du anrufst, höchstwahrscheinlich halt nicht. Das ist doch irgendwie nicht fair, ne? Und da habe ich mir gedacht, stimmt, da hat er eigentlich recht, ne? Und deswegen ist dann teilweise sowas wie Sprachnachrichten in meinen Augen echt eine tolle Sache, weil die kann ich dann abhören, wenn ich Zeit habe, mit 1,5-facher Geschwindigkeit mittlerweile, wenn nötig. Super, beste Funktion, die etwas seit langem eingeführt wurde. Und kann dann auch wieder was zurückschreiben zu meiner Zeit und das Gegenüber kann es abhören zu dann der Zeit, die passt. Ja, genau. Das heißt Sprachnachrichten, wenn man das als Tool sehen möchte. Aber ansonsten habe ich tatsächlich keine irgendwie Tracker oder sonstigen Geschichten, weil ich halt mich auch nicht zu sehr dann von solchen Geschichten abhängig machen will. Also mal ein Beispiel. Ich wache mittlerweile morgens ohne Wecker auf. Schon seit längerem. Also, und zwar sehr früh, muss man sagen. Ja, also mittlerweile jetzt auch nicht mehr so früh, wobei jetzt mit dem Sohn, ne, ist das alles irgendwie verschwommen. Da ist es manchmal 3 Uhr, manchmal 4 Uhr, manchmal 5 Uhr, manchmal 6 Uhr. Aber vor der Geburt unseres Sohnes war es ja einfach so, dass ich bin hier aufgewacht um 6 Uhr oder so. Und dann gehe ich ins Fitnessstudio und habe da einfach morgens so meine entspannte Zeit vor allem. Das heißt, ich bin nicht gesteuert von einem Wecker. Also das war auch irgendwie so ein Ding, wo ist das nächste Freiheitslevel? Ah ja, dass mir halt keine Maschine sagt, wann ich aufstehen soll, sondern mein Körper sagt das mir. Und das fand ich halt sehr cool. Sich Hilfe zu holen ist keine Schande. Wenn es dir auch so geht wie Basti und du unzählige Hüte aufhast, aber keine Ahnung hast, wie du das alles wirklich irgendwie koordinieren sollst,
dann melde dich jetzt bei mir für einen kostenlosen Coaching-Call. Wir gehen durch, was dich beschäftigt, wie du Strukturen aufbauen kannst und wie du langfristig entspannt erfolgreich wirst. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Weiterhören. Du wusstest vorher schon ungefähr, wann deine Aufstehzeit ist, oder? Ja, das hat ja, glaube ich, jeder hat irgendwo so eine innere Uhr, wo man dann aufwacht. Und das ist eigentlich jeden Morgen dann so zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr gewesen. Ja. Ja, tatsächlich kennen ganz viele Menschen ihre innere Uhr nicht. Also sie wissen, wenn jetzt irgendwie der Wecker sagt, jeden Morgen 6.30 Uhr, dann wacht man natürlich in der Woche drauf, ohne Wecker immer noch da auf. Mhm. Aber die Schlafforscher sagen, man sollte mal 2 Wochen im Urlaub komplett ohne Wecker sein. Und nach 2 Wochen, wenn man komplett ohne Wecker lebt, dann stellt sich der Körper auf seine natürliche innere Uhr ein. Und das ist ganz interessant, weil es dann bei manchen halt ne, die Eulen, bei manchen die Lerchen, manche sind Tauben, wie ich gelernt habe, das sind die zwischendrin. Und da ist es doch bei jedem nochmal ganz anders. Also das ist ein sehr schönes Ziel, ohne Wecker leben zu können. Ich finde damit, ich erlebe das jetzt gerade mit unserem Baby halt nochmal mit. Vorhin bei der Kinderärztin die U3-Untersuchung, da habe ich mal gefragt, ja, wie ist das denn jetzt? Soll man das Kind irgendwie zwischendrin aufwecken? Ja, soll es da irgendwie einen Zeitplan geben? Keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn das Baby schläft, dann schläft das Baby. Dann nicht einfach aufwecken. Da habe ich gemeint, ja klar, also wieso machen wir Erwachsene das dann? Ja, wieso lassen wir uns aufwecken, wenn unser Körper vielleicht aber eigentlich halt noch Schlaf braucht? Und vor allem, wie gut sind wir gelaunt, wenn wir einfach aufgeweckt werden, wenn wir mit Schlaf pusten? Genau. Wie sieht denn so ein Alltag bei dir aus? Also jeden Tag ähnliche Struktur, jeden Tag komplett anders. Wie ist Bastis Alltag? Er ist schon jeden Tag unterschiedlich, würde ich sagen. Vor allem jetzt auch in dieser Neufindungsphase mit dem Nachwuchs, mit dem externen Büro jetzt, zu gucken, dass man da eine Art Routine wieder findet. Die habe ich jetzt noch nicht. Das liegt aber auch also bewusst so, weil ich halt einfach bei meiner Frau zu Hause auch einfach sein möchte, um sie zu unterstützen, wenn mal was ist. Und dann muss ich halt nicht ins Büro. Also dieses Ich muss nicht ist mir sehr wichtig. Ja. Sondern wenn, dann will ich. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Aber ansonsten würde das und wird das jetzt dann so aussehen, es gibt einen Tag, wo ich in der Regel Skripte schreibe. Es gibt dann einen Tag, wo ich die Videos aufnehme. Einmal wahrscheinlich für TikTok und Instagram, dann einen zweiten Tag für YouTube. Und dann gibt es einen Tag, wo wir Podcast aufnehmen. Das ist immer freitags morgens. Und dann gibt es einen Tag, wo ich in der Regel versuche, immer alle Calls reinzuschieben. Also wirklich, das war auch so ein Ding, Calls alle an einem Tag. Wenn ich das so verstreut Calls habe, so wie ich es aktuell habe, weil es halt aktuell alles ein bisschen auseinandergerissen ist. Aber wenn ich das an einem Tag habe, dann ist das halt viel effizienter. Dann bin ich an dem Tag natürlich auch durch, wenn man dann halt 5, 6 Online-Zoom-Meetings oder so hat. Wollte ich gerade fragen, hältst du das durch? Weil mir ist aufgefallen, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und so nach 3 Zoom-Calls oder so war ich schon so, dass ich dachte, boah, ich möchte mich nicht noch dreimal mit einloggen. Ja, es ist echt anstrengend. Deswegen gucke ich auch, dass ich die Leute frage, hey, können wir auch telefonieren? Weil beim Telefonieren kann ich dann einfach rumlaufen. Ich liebe das, rumzulaufen und nicht hier in die Kamera reinzuklotzen oder sonst was. Das hilft dann schon mal ein bisschen. Ich schätze es sehr, dass wir gerade zoomen. Und wenn das, wie gesagt, an einem Tag ist, dann ist das auch okay, dann stelle ich mich drauf ein, vom Kopf her, heute halt Call, Call, Call und dann ist es auch okay. Mich zermürbt es eher mehr, wenn das sich so streckt über die Woche tatsächlich. Ja, wo ich dann, jetzt habe ich da nochmal einen Call und eigentlich ist der komplette Nachmittag frei, aber ich habe so einen Caller da drin. Das nervt mich dann eher mehr. Aber versuche das auch stark zu reduzieren. Also ich frage dann immer, braucht man wirklich einen Call? Braucht man das wirklich? Oder kannst du mir nicht einfach kurz in der E-Mail schicken? Also vor allem, das ist dieses, in der Regel, in 80% der Fälle wollen die Leute was von mir. Ja. Und da habe ich mittlerweile kein Problem mit, dann aber auch vorzugeben, wie die Kommunikation abzulaufen hat. Ja. Und wenn ich dann sage, hey, ja, okay, dann schick mir doch mal eine E-Mail mit den ganzen Geschichten, was du hier so vorhast. Und dann kann ich mir das erstmal anschauen, bevor dann irgendwo ein sinnloses Meeting stattfindet, wo man dann merkt, ja, okay, da kommen wir niemals zusammen. Also ein bisschen auch diesen Mut haben, selbst vorzuschreiben, wie eine Kommunikation abzulaufen hat und nicht unbedingt die Kommunikation so anzunehmen, die derjenige vorgibt, der oder die vor allem was von dir will.
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen kleine Schwester oder kleiner Bruder vom Nein sagen. Ne? So einfach mal vorfühlen und sagen, hey, ich mache das lieber anders oder können wir uns irgendwie anders zusammenrufen. Ja, ja, das finde ich schön. Und du hast es gerade schon angesprochen, gerade mit eurem Kleinen ist natürlich alles ganz frisch, ganz neu, sind jetzt wenige Wochen. Frage Nummer eins, wie geht's dir mit dem Schlafmangel? Oder ich glaube, er schläft eh ganz okay, ne? Oder wie geht's dir damit? Besser als erwartet, würde ich jetzt mal sagen. Er schläft in der Regel immer so 3 Stunden am Stück. Klar, okay, manchmal gibt es auch Nächte, da sind es nur 2. Aber in der Regel so 3 Stunden am Stück, was gut ist, sage ich jetzt mal, für die ersten Wochen. Und ich merke, dass ich grundsätzlich doch ein Mensch bin, der jetzt nicht so viel Schlaf braucht, scheinbar, um zu gescheit, so halbwegs zu funktionieren. Das ist bei meiner Frau anders. Die ist eher dann so eine Schattengestalt aktuell. Ich kann sie voll verstehen. Ey, das ist, also Schlafmangel, wenn dein Baby da ist, das ist meine größte Sorge oder Hut ab, Chapeau. Weshalb, vielleicht da noch kurz was mit dazu, weshalb wir jetzt auch gucken, dass sie mehr Milch quasi abpumpt, ja. Also jetzt spricht man plötzlich über Themen, wo man gedacht hat, da werden wir vorher nie drüber sprechen, das ist so ein Tabu, da darfst du doch nicht sagen, sowas, ne? Aber das macht sie dann, und dann habe ich dann halt die Möglichkeit, zum Beispiel einmal in der Nacht dann halt auch den Kleinen zu füttern, wo sie dann halt einfach nicht aufstehen muss. Ja. Und hat ein paar Stunden mehr Schlaf. Ja, das werden wir jetzt versuchen. Und ansonsten ist es, wie gesagt, das Finden von einer gewissen Routine. Es ist halt nicht so, dass ein Baby einfach nach einem gewissen Plan funktioniert. Das ist einfach so. Das muss einem bewusst sein. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Einstellung, das haben wir beide, meine Frau und ich, schon vorher gesagt, wir brauchen, das größte Problem wird sein, wenn wir die falsche Einstellung haben. Hm. Wenn wir die richtige Einstellung haben, dann ist eigentlich alles relativ egal, was da kommen wird. Und ich habe das Zitat von Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik sogar auch geklaut für mein Buch. Und ich finde das einfach so wahr, wo er sagt, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Und das ist so wahr in so vielen Lebenssituationen. Ja. Und ich glaube, das hilft uns gerade sehr gut, entsprechend gelassen zu sein. Und halt zu sagen, ja, klar, hätte ich jetzt gerne mehr geschlafen, aber ist halt einfach so. Machen wir das Beste draus. Ja? Viel kommunizieren, das ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite natürlich auch schon im Vorfeld zu gucken, wenn man weiß, da kommt halt ein Baby in ein paar Monaten, was kann ich vielleicht von meinen Dingen, die ich tue, outsourcen, wo kann mich jemand unterstützen? Also ich habe wirklich dann in den letzten 4 Monaten 3 neue 450-Euro-Kräfte eingestellt, die dann halt wirklich so kleine Teile übernommen haben, wo ich gesagt habe, oh, das ganze Komplette jetzt, dass sich jemand übernimmt, das wird nichts, aber so kleine Teile und die outgesourced, und das hilft enorm. Das hilft so unglaublich. Und ich habe weniger dieses Müssen. Ja, dieses, ich muss jetzt keine Instagram-Nachrichten gerade checken oder Kommentare checken oder E-Mails checken, sondern da unterstützt mich jemand. Und das hilft wirklich extrem. Und auch dieses flexibel sein, ja, ich kann jetzt hier ins Büro fahren und da habe ich hier meine Ruhe und das ist wichtig. Ja, also das hat nichts Negatives, so, oh, was, du musst jetzt von deinem Kind fliehen oder was, was dann der ein oder andere vielleicht gleich sagt, sondern das ist wirklich, hier kann ich effizient am Stück dann arbeiten, niemand stört mich, kein Kind, das zwischen rein schreit, ja, das ist richtig, vor allem Videos aufnimmt oder ein Podcast, und dann kriege ich hier mehr geschafft, als wie ich das zu Hause jemals schaffen würde, aber habe dennoch die Option, dass ich halt einfach von zu Hause aus mit meinem Laptop, wenn nötig, nebenher arbeiten kann mit Noise-Canceling-Headphones. Und aber halt da bin, weil ich halt weiß, es kann jetzt jeden Moment irgendwie so sein, dass meine Frau mich braucht. Diese Balance ist so schön. Hilft gerade sehr, dass das so auf beiden, oder sagen wir mal, zweigleisig fahren kann oder funktioniert. Ja. War es für dich jemals eine Überlegung, Kind oder Karriere? Oder war für dich schon immer klar, du bist ein Familienmensch und ist kein Entweder oder und? Klar war das nie wirklich. Da bin ich ganz ehrlich. Das war immer so ein Thema, ja, keine Ahnung, Kinder, passt das? Ja, nein, ich fühle es irgendwie nicht so. Ja, sollte ich es vielleicht mehr fühlen? Sollten wir keine Kinder haben? Ja, und klar, ja, karrieretechnisch, ich denke da
dann müssen wir realistisch sein. Hätten wir jetzt kein Kind, dann könnte ich natürlich viel schneller reagieren und Dinge tun, die ich jetzt mit Kind tatsächlich nicht mehr tun kann. Ja, wo ich jetzt einfach mal sage, irgendjemand lädt mich ein, nächste Woche flieg nach, weiß ich nicht, Mallorca, super Event. Ja, das haut halt dann halt nicht mehr hin. Ja. Aber das ist okay, weil das wird irgendwann wieder funktionieren. Und das bremst jetzt meine Karriere mit dem, was ich vorhabe, nicht. Ich glaube, was ausgebremst wird, und das muss einem klar sein, und da sollte man auch vielleicht entsprechend demütig sein, was ausgebremst wird, ist natürlich irgendwo das eigene Ego. Mhm. Was ich damit meine ist, du vergleichst dich halt dann halt plötzlich. Du siehst dann, oh, jetzt hast du hier... Ja, zum Beispiel, du bist jetzt hier zu Hause mit dem Kleinen, ja, kannst nicht durchpennen die Nacht, und dann gehst du auf Instagram und siehst halt deine Kumpels auf Mallorca feiern. Mhm. Ja, wärst du auch jetzt gerne. Klar, ja. Und dann denkst du, ah, scheiße, ja, was habe ich da eigentlich gemacht? Ne? War das so clever? Das heißt, sobald du in dieses Vergleichen reinkommst, ist halt ist schon der Ofen aus. Ja? Das darfst du natürlich nicht tun. Sondern du musst gucken, was ist dir selbst wichtig? Ja, und in vielen Fällen ist das halt nur unser Ego, was wir nicht unter Kontrolle haben, was uns hier dann ankitzelt und anstachelt und sagt, na, aber guck mal, das kannst du nicht mehr machen und das kannst du nicht mehr machen. Dann kommt noch irgendein Schlauberger um die Ecke, kann ich gar nicht abhaben. Also wenn das jetzt irgendjemand hört, der mich kennt, kommt bloß nicht um die Ecke und erzählt mir, und wie ist es, Papa? Ja, du siehst aber müde aus. Ja, ich sehe immer so aus. Ja, oder dieses, ja, und ist schon so, ne, die ganzen Sachen gehen jetzt halt nicht mehr, ne, hättest du dir vorher überlegen müssen. Also, wenn da jemand mal um die Ecke kommt, dann muss er sich nicht wundern, wenn er anfängt, das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, ne, aber. Aber wenn er eine unfreundliche Antwort bekommt. Ja, oder vielleicht das auch nochmal so ein Thema, das war natürlich vor allem im Vorfeld, haben viele auch, die selbst Unternehmer sind, die selbstständig sind oder auch Angestellte, haben dann gesagt, ja, das wird alles anders, ja, und ja, die Nächte sind vorbei, so quasi für immer, ja, der Schlaf und ja, das Leben wie bisher kannst du abschreiben, ja, Reisen sowieso, das wird alles nicht mehr gehen. Und ich habe mir dann immer nur gedacht, also eigentlich willst du ja das Folgende sagen. Und zwar willst du sagen, für mich sind die schlaflosen Nächte vorbei, für mich ist das Reisen vorbei und für mich ist das Leben, wie es bisher war, vorbei. Das wolltest du eigentlich sagen, ja. Aber du pauschalisierst es natürlich und spiegelst das auf andere, um dich selbst zu schützen, weil sonst müsstest du dich mit auseinandersetzen, dass wir wieder bei dem Thema sind, dass eigentlich deine Einstellung das Problem ist. Aber das kann man natürlich nicht machen, weil dann müsste man sich selbst den Spiegel vorhalten, dann würde einem das nicht gefallen, was man in diesem Spiegel sieht, ja. Genau. Und deswegen... allen, die da vielleicht gerade vor dieser Entscheidung stehen oder so, lasst euch davon nicht beeinflussen. Macht euer eigenes Ding und vor allem denkt dran, dass es eigentlich hauptsächlich nur an der Einstellung liegt. Das klingt, es soll jetzt nicht heißen, dass es einfach ist. Ist es nicht. Ist es nicht. Aber mit der richtigen Einstellung wird es einfacher. Ja. Und du lässt einfach viele Dinge einfach abprallen von dir. Ne? Weil du einfach sagst, okay, das ist aber einfach so. Ja. Und du akzeptierst Dinge viel, viel schneller, die du einfach nicht ändern kannst. Mhm. Und aber die anderen Dinge, wo du einen Einfluss drauf hast, ja, dieses, ja, klar kannst du jetzt mit einem kleinen Kind in Urlaub fliegen nach einem Monat oder so. Klar geht das. Die Frage ist, willst du es? Genau. Und so gehen wir jetzt eigentlich so die Dinge an. Und klar werden wir auch scheitern. Wir werden wahrscheinlich bei so Dingen, wo wir sagen, wir haben die beste Einstellung und wir werden wahrscheinlich grandios scheitern mit der einen oder anderen Sache, ja. Okay, gehört aber mit dazu, weil nochmal, es gibt kein Skript, wie das alles abläuft. Ein Baby hat keinen Plan, ein Baby kann dann plötzlich anfangen zu schreien wie wild und du kannst aber nichts machen. Und trotzdem werden wir das nächste Mal dann trotzdem wieder irgendwie so machen und daraus lernen. Ja, und das ist, glaube ich, auch dann vielleicht schon wieder sowas Unternehmerisches. Ja, nur weil du einmal gescheitert bist mit irgendeiner Thematik, wo du gedacht hast, so könnte es funktionieren, dann hörst du doch nicht auf oder solltest du nicht aufhören. Aber ich glaube, in Deutschland ist das dann bei vielen so. Ja, einmal gescheitert, dann bist du abgeschrieben, im gesellschaftlichen Sinne zumindest. Ja, die Gesellschaft bestraft das dann. Und sagt, ja gut, habe ich dir ja vorher gesagt, ne, dass das nichts wird. Ja, im Nachhinein sind alle schlauer. Ja, klar.
Das ist momentan eh ein ganz wichtiges Thema, dass ja diese Gründermotivation soll ja mehr gefördert und gepusht werden, dass sich wieder mehr Menschen trauen, auch wirklich zu gründen und anzufangen. Was ist denn dein Tipp? Du bist ja jetzt einige Jahre dabei und du hast vorhin so schön gesagt und irgendwie wurde ich auf einmal so nebenbei Influencer. Ich glaube, das ungefähr waren die Worte. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt am Anfang steht? So deine Best Top 3 Tipps, Practices, Erfahrungen? Also ich sag mal, was mir damals geholfen hat, als ich einfach noch keinen Plan von nix hatte und kurz fertig war mit dem Studium und jeder so erwartet hat, dass ich jetzt irgendwie so die Corporate Career durchlaufe bei irgendeiner Unternehmensberatung. Aber ich wusste in mir halt, einfach in mir hat sich alles dagegen gesträubt. Und da stand halt im Raum, mich selbstständig zu machen. Aber ich wusste halt auch nicht genau, wie und was. Aber hat mir einfach diese Zeit gegeben, das herauszufinden. Das war so dieser erste Punkt. Dir selbst die Zeit zu geben, das herauszufinden. Wenn du weißt, in dir ist irgendwas. Du weißt noch nicht genau, was das ist. Aber du weißt, du willst nicht morgens aufwachen und zu irgendeinem Job gehen und, wie man so schön sagt, für die Ziele und Träume eines anderen Menschen zu arbeiten. Und wenn du das schon weißt, dann wäre mein Tipp, nimm dir diese Zeit, das war in meinem Fall ein Ja, das hat auch damals mein Schwiegervater gesagt, ja, Basti, das kann funktionieren, das kann auch nicht funktionieren, setz dir halt einen zeitlichen Rahmen, ein Ja, und wenn das nicht funktioniert hat nach einem Jahr, dann musst du dir aber auch eingestehen, dass es nicht funktioniert hat und du musst einen anderen Weg gehen. Und das war auch sehr hilfreich und genauso habe ich das gemacht. Was dann natürlich passiert ist, und das ist der zweite Tipp, mein Umfeld hat das natürlich alles andere als verstanden, von Familie, Freunde, sonst was, meine Frau stand hinter mir. Ich sage immer scherzhaft, hauptsächlich deshalb, weil sie einfach nicht verstanden hat, was ich da mache. und das muss einem klar sein, vor allem in der deutschen Gesellschaft, wenn niemand wird dann in der Regel in die Hände klatschen und wird sagen, yo, mach das. Ja, ich fände das super, wenn du durchziehst, weil dann sind wir wieder bei diesem Thema. Die meisten Leute wollen dich klein halten, die wollen dich unten halten, einfach damit du dich nicht veränderst, weil dann wird ihnen auch wieder der Spiegel vorgehalten, dass sie sich eigentlich auch verändern könnten und eigentlich wollen sie es auch, aber sie haben halt eben dann doch wieder nicht diesen letzten Willen und doch nicht die Disziplin, also immer wieder diesen Spiegel, der vorgehalten wird. Und eigentlich mögen sie alle ihren Job nicht, wo sie 9-to-5 hingehen, aber flüchten sich dann in irgendwelchen Ausreden daran, nichts zu ändern und wollen dann natürlich dann auch nicht, dass du dich änderst. Das muss einem bewusst sein, das wird passieren. Da kann ich empfehlen, ein YouTube-Video, ist kein Video an sich, ist eigentlich nur eine Tonspur, und das heißt Murphys Komitee. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht kann ich dir den Link schicken, Murphys Komitee. Und das geht 45 Minuten lang. Das hat mir damals sehr, sehr, sehr geholfen. Da geht es eigentlich darum, da wird bildlich anhand von einem Dschungel erklärt, was ein Selbstständiger, der gerade anfängt, durchläuft. Ja, und das habe ich, glaube ich, bis heute, ich muss es, glaube ich, mal wieder anhören, so 10, 15 Mal angehört. Und das hilft enorm. Also das hilft wirklich enorm, auch vom Kopf her. Und das ist so quasi die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte ist, dass du es am Ende des Tages halt auch durchziehst, und zwar wieder diese eine Sache und nicht hin und her springst, sondern du sagst, ich mache diese eine Sache und das ziehe ich aber durch. Bei mir war es halt Social Media. Und one thing. Genau, the one thing. Und jetzt könnte man sagen, ja, Basti, das ist Glück und Zufall, dass du auf YouTube, Instagram und TikTok jeweils mit Abstand die größten Kanäle hast zum Thema Versicherungswissen. Könnte man jetzt sagen, ist einfach, ist eine einfache Antwort. Oder aber man könnte sagen, okay, das ist eben kein Zufall und da sind gewisse Strategien verfolgt worden, die ich jedes Mal wieder neu angewandt habe. Und das ist dieses Durchziehen, Ausprobieren, keine Angst davor zu haben, dass etwas, was du ausprobierst, nicht funktioniert. Du wirst davon was lernen, das nächste Mal wird es wieder besser sein. Und das muss einfach in dir drinnen sein. Wenn du das nicht hast und es dir auch nicht aneignen willst, dann sollte man sich auch die Frage stellen, tatsächlich, ob Unternehmertum und Selbstständigkeit vielleicht einfach für jemanden nicht das Richtige ist. Weil das kann durchaus auch sein. Es gibt viele Menschen, auch den einen oder anderen, den ich kenne, wo ich sage, da hättest du dich niemals selbstständig machen sollen. Du hast das einfach nicht und du willst das auch nicht dir aneignen. Du bestrafst dich gerade selbst mit der Selbstständigkeit, weil du mit diesen ganzen Dingen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, auch mental nicht klarkommst und du willst das auch nicht lösen, sondern du hast so einfach nur diesen irgendwo Wunsch, Traumgedanken, dass das irgendwie ganz cool sein könnte. Ja, das ist wie so ein bisschen die Auswanderer, ja, die dann irgendwo hinmachen und dann plötzlich feststellen, ach ja, Moment mal, ich brauche ja Geld.
Und ich nehme mir alle meine Probleme mit, ich bin ja die gleiche Person. Ich muss Geld verdienen hier auf der Insel oder so, ne? was ich damit sagen will, sei ehrlich zu dir selbst und kümmere dich nicht so viel um die Meinung anderer. Das wäre so der dritte Tipp. Und das ist mir sehr schwer gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Als jemand, der ein Ja-Sager war. Und in Deutschland sind wir doch schon so, also ich bin so aufgezogen worden und bin so aufgewachsen, dass ganz, ganz viel Wert auf die Meinung anderer Menschen gelegt wird. Das hat bei uns damals im Kaff, das hat so angefangen, dass die Oma damals noch gesagt hat, ey, du musst samstags irgendwie, muss bis 8 Uhr morgens die Zeitung aus dem Zeitungsrohr sein, damit die Nachbarn nicht denken, dass wir irgendwie bis um 9 Uhr schlafen würden oder so, ja. Oder samstags muss der Hof gekehrt werden, damit die Nachbarn nicht denken, die kümmern sich nicht. Also ganz, ganz, ganz verrückte Sachen. Und ich glaube, das ist bei uns Deutschen doch stark verwurzelt. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich diesen anderen Mindset auch mitbekommen habe aus den USA, wo ich studiert habe und aber auch durch meine Frau öfters da drüben war und da so ein bisschen den Mix gefunden habe aus, ja, der Deutsche, der plant und der schon ein bisschen weiterdenkt, aber auch so ein bisschen der US-Mindset, der einfach ist, okay, einfach anlegen, okay, das ist jetzt ein schlechtes bildliches Beispiel, aber ich nehme es trotzdem her, anlegen, schießen, ja, und dann gucken, ob man getroffen hat, jetzt im unternehmerischen Sinn, und wenn nicht, dann schießt du halt nochmal. Und dieser Mix, der funktioniert für mich extrem gut, tatsächlich. Das klingt sehr schön, vor allem du hast die Möglichkeit dadurch, aus beiden Welten das Optimale oder das Learning für dich mitzunehmen. Und du bist ja auch jemand, du lernst extrem viel, du lernst extrem schnell. Da bist du, und also gerade meintest, man könnte meinen, das ist Zufall. Nein, einfach nein. Also was das Lernen angeht, ich habe gestern eine Amazon-Serie geguckt, die wurde mir empfohlen, The Boys. Ich weiß nicht, ob du... Habe ich noch nicht gesehen. Du brauchst einen ganz, ganz starken Magen. Also, weil da geht es so quasi um Superhelden, die aber halt echt Ängste und Gauner sind und halt einfach mal so auch Menschen umbringen, ne? Einfach weil sie es können. Okay. Und, also ich würde es trotzdem empfehlen zu gucken, vielleicht auch mal in einem Blick, wenn man einfach mal das auf unsere heutige Welt überträgt und das Wort Superheld in dieser Serie ersetzt mit Influencer. Und da wird einem einiges sehr schnell klar, sagen wir es mal so, ist natürlich sehr übertrieben, diese Serie, die ist auch sehr brutal, sehr gewaltvoll. Also wenn einer damit nicht klar kommt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich kann sie gar nicht anschauen, aber ich höre dir gern zu. Meine Frau auch nicht. aber auf alle Fälle war in der letzten Folge, ging es um so ein kleines Kind und der hat da gerade was gelernt und dann hat einer gesagt, von den Superhelden, was lernst du? Also voll der Schwachsinn. Ja? Und dann war die Antwort von dem Kleinen, hat gesagt, meine Mutter hat gesagt, dass lernen zu können ein Geschenk ist. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, also dass wir überhaupt die Fähigkeit haben, Neues zu lernen, das als Geschenk zu sehen, fand ich cool. Mhm. Und das Zweite, und das ist halt auch wieder ein bisschen was damit zu tun, das eigene Ego einfach irgendwo in die Schublade zu stecken. Es gibt einfach so viele... Kann man vielleicht mal ein bisschen sacken lassen, diesen Satz? Kannst du noch mal wiederholen? Jetzt war gerade ein Ton nämlich schlecht. Okay. Der Satz ist, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja, super Satz, ja. Und das ist, natürlich habe ich das auch in meinem Buch dahingehend mal so hingeschrieben, dass Leute sagen, nee, ich mache meine Versicherung alle selbst. Dann sage ich, ja klar, kannst du machen. Aber dir muss klar sein, dass du als Nicht-Profi niemals bewerten kannst, ob du jetzt gerade was vergessen hast, was wichtig ist oder nicht. Ja. Das geht schlichtweg nicht. Genauso wenig, wie ich das als Nicht-Steuerprofi und als nicht Arzt bewerten kann, was meine Steuer oder meine Gesundheit angeht. Und dessen sich bewusst zu sein, ja, dass es dann vollkommen okay ist, sich da auch Hilfe zu holen oder jemanden zu fragen, der genau in dem Bereich gut ist und du deshalb dann durch das Wissen dieser Person wieder wachsen kannst, das ist sehr, sehr mächtig. Ja. Aber vielen Menschen macht das eigene Ego dann Strich durch die Rechnung. Wenn ich nochmal eine Buchempfehlung hier aussprechen darf von Ryan Holiday, Dein Ego ist dein Feind. Super Buch. Eines der geilsten Bücher, ja, überhaupt, jedes Jahr mindestens einmal, weil niemand ist davor geschützt, dass das Ego wieder zurückkommt, ja, und hochkriecht und plötzlich auf deiner Schulter sitzt und dir so dumme Sachen ins Ohr flüstert, wo du dann plötzlich Entscheidungen triffst, die vielleicht erst nicht fällen sollen. Und deswegen, also dieses Buch, holt euch das. Super, ich werde alles in die Shownotes packen, auch deine Links natürlich, Basti. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen länger gesprochen als geplant. Ich könnte auch noch Stunden weitersprechen, aber das wird mit meinem Folgetermin und deinem Folgetermin etwas schwierig.
Deswegen ein schönes Schlusswort möchte ich gerne dir überlassen. Hast du ein Zitat zum Beispiel oder einen Spruch, der dich begleitet oder den du gern teilen möchtest? Den habe ich tatsächlich, habe ich auch vor kurzem mal in einen LinkedIn-Post reingepackt und der steht seit Beginn meiner Selbstständigkeit in meinem WhatsApp-Profil. Da hast du ihn vielleicht auch schon mal entdeckt. Ja. Und zwar geht der Spruch wie folgt: Alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und das spiegelt einfach das so krass wider, wie das bei mir war. Ja, so viele, die gesagt haben, boah, was, Versicherungserklärvideos, sorry, hast du ein Rad ab. Ja, das schaut sich niemand an, das wird nicht funktionieren. Und deswegen dieses, ja, einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Weil egal, was die Leute da draußen sagen, niemand weiß das vorher. Ja, in der Regel. Niemand hat da hat eine Glaskugel oder Sonstiges. Das heißt, lass dich davon nicht so stark beeinflussen, sondern mach es vielleicht so. Mittlerweile ist es bei mir so, das ist fast wie schon so eine Sucht. Wenn jemand sagt, das geht nicht, dann bin ich so angefixt und sage, okay, Moment mal. Ja, das ist ja auch eine Aussage von Arnold Schwarzenegger, von dem man erhalten kann, was man will, aber der hat in seinem Leben unglaublich viel erreicht, in verschiedenen Bereichen, ja, Fitness, Politik, Immobilien, und da liegen halt immer wieder die gleichen Grundprinzipien zugrunde. Und er hat damals gesagt, als er da, Schauspieler habe ich vergessen, natürlich, als Schauspieler ist er natürlich auch sehr bekannt geworden, und da hieß es damals, ja, das kannst du vergessen, in Hollywood, das hat noch keiner gepackt hier mit einem komischen österreichischen Dialekt. Ja, und hat einfach gesagt, ja, cool, dann bin ich halt der Erste, der es schafft. Ne? Ist doch mega. Und das ist was ich vielleicht noch mitgeben möchte. Hat mir sehr geholfen. Cool, das war ein sehr schönes Schlusswort, Basti. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Tipps, für deinen Input, deine Erfahrung, dein Wissen. Ich glaube, da können alle sehr, sehr viel mitnehmen. Dankeschön. Sehr gerne. Das war's für heute. Vom Stresspreneur zum Chillpreneur. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit Tipps, wie du Stress besser verstehst und vor allem, wie du deine Ziele erreichst, ohne dich kaputt zu schuften. Weitere Infos findest du auch auf www.der-chillpreneur.de oder auf Facebook und Instagram @der.chillpreneur.